Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity mit einer offenen Welt und einer Truhe hinter uns. Sequenz 2, Erinnerung 1. Eingekerkerte. Perfekte Paraden. Oh, cool, hab ich gemacht. So. Da ist die Truhe. Aha. Was sind diese Assassinen-Symbole? Sind das Aufträge? Wir gucken mal nach. So, was ist denn das? Ist das hier drin? Nee, was ist denn hier überhaupt drin? Okay, ich finde es faszinierend, das ist einfach nur ein leeres Gebäude. Okay, warum nicht? Obwohl, ist es das? Ja, ist es. Na gut. Da, zu dem Typen muss ich hin. Na gut. Dann gehen wir halt in die Bar oder was auch immer das hier darstellen soll. ETF? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Wer bist du? Der Kult des Baphomet. Okay. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Okay, das kriege ich hin. Ist ja nichts leichter als das. Ich habe zwar noch keine Rüstung und alles, aber... Hey. Der kennt mich sowieso nicht. Ich sehe jetzt nämlich aus wie ein Landstreicher. Landstreicher sehen alle gleich aus. Da kann ich durch. Was ist das für eine seltsame Tür? Zwei? Was bedeutet das? Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich dachte, die waren gerade Gold. Naja, gut. So. Notre Dame de Paris. Also sind wir doch in Paris. War ich doch gar nicht so falsch. So, die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt hin? Da ist schon mal ein Aufzug, das ist schon mal gut. Und da geht's rein. Das ist perfekt. So. Ist auf jeden Fall interessant. Ich finde das cool, dass es hier so Nebenquests gibt, die tatsächlich irgendwie Sinn machen. Die machen einfach Sinn. Das ist cool. Die Kelche stehlen. Okay, einer befindet sich da unten. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich habe gesehen, dass da unten Wachen sind. Keine Sorge. Okay, da kommen wir gar nicht durch. Okay, Plan gescheitert. Ich könnte hier natürlich einfach runterspringen, oder? Ich habe noch keine Klingen und alles. Ich kann noch gar nicht auf die Gegner raufspringen. Kann ich nicht auf den Lastenzug rauf? In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Okay, der andere ist noch um einiges mehr bewacht. Aber ich kann sie nicht umbringen ohne. Ohne. Meine Dolche. Ich werde es aber trotzdem irgendwie schaffen. Da ist die Alarmglocke. Die können mich gar nicht sehen. Die einzigen, die mich sehen können, sind die. Dann lass uns doch mal hier direkt runtergehen. Dankeschön, tschüss. So, wie komme ich hier jetzt weg? Scheiße, ich kann hier nirgends hochklettern, ne? Da ist eine Tür. Ich gehe einfach durch die Tür. Ich bin nur ein Landstreicher, ich darf hier rumlaufen. Ich habe um Gottes Segen gebeten. Und ich habe zwei Kelche bekommen. Ja!
Was ist jetzt hinter mir her? Nein. Ja, und jetzt? Mit dem Anwerber sprechen. Ja, gut. Dafür muss ich erstmal hier rauskommen. Hier ist ein Lastenzug. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich gehe wieder nach oben. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Hui! Oh, die Tür ist verschlossen, ne? Ja, gut. Schlossknacken muss noch gelernt werden. Shit. Hier war doch irgendwo so ein offenes Fenster noch, ne? Oder wir gehen einfach ganz nach oben. Und dann benutzen wir auf jeden Fall die Kirche schon mal, um die Gegend zu scannen und herauszufinden, wo wir überhaupt sind. Kann ich hier irgendwo durch? Komm hier nie wieder raus. Kein offenes Fenster, gar nichts. Na gut. Da geht's nur wieder hoch, ne? Obwohl, auf der Seite war ich noch nicht. Oder gibt es zwei Wege dahin? Wenn es zwei Wege dahin gibt, dann verkackt. Ausgang! Ja, okay, okay. Und nun. Ah, ich sehe schon. Höher klettern? Irgendwas machen? Wer einfach nichts gemacht hat. Das ist doch hier Glöckner von Notre Dame und so. Klar, wir sind ja auch in Notre Dame. Ich bin der Glöckner von Notre Dame, Alter. Was ist los? Wie komme ich hier? Gibt es irgendwie einen Aufzug oder irgendwas? Auf jeden Fall da hoch. Wobei das da hinten noch ein bisschen aufregender ist, ne? Oh. Nomadpunkt. Naja, ich will erstmal Aussichtspunkt haben, ne? Versuchen wir einfach mal hier irgendwie hochzuklettern. Okay, es funktioniert nicht. Ich will doch nur hier rauf. Okay, alles in Ordnung. Wie einfach random runterspringt dieser Geisteskranke. Was wird... Oh Gottes Willen. Kletter wieder hoch. Komme ich denn höher? Hier etwa? Hä? Hey! So. Ah. I know. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen hier irgendwo hoch. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Ah, no, du bist doof. Das kann doch nicht der Ernst sein. So, ich vermute mal, jetzt gehen wir hier rauf. Und damit wären wir, glaube ich, schon beim höchsten Turm im Spiel, oder? Nehme ich einfach mal stark an. Wo ist der andere Turm, den ich gesehen habe? Der ist noch um Längen höher. Da will ich raufsteigen. Da muss irgendwas Gutes sein. Ja. Okay, hat funktioniert. Plan geglückt. Hui, ist das hoch. Mal gucken. Jetzt sind wir auf jeden Fall in Paris. Und es sieht auch gleich ein bisschen größer aus. Wesentlich größer. Und das da, diese Spitze, ist das größte, was es hier gibt. Und wir werden da jetzt hingehen. Da muss es irgendwas Gutes geben.
Ich habe keine Ahnung, wie wir sicher runterkommen, aber er wird das schon hinkriegen. Spreng! 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 Los! Los, spreng doch! Ich drück doch fallen lassen! Okay, okay, dann nicht. Ich, so tief ist das nicht! Lass dich doch einfach fallen. Geh doch. Der wollte nicht. So, jetzt will ich aber auf den Turm rauf. Da muss es doch irgendwas geben. Das ist der höchste Punkt, den ich hier sehe. Waffe wählen. Oh, cool. Ist nichts Neues. So. Da muss es irgendwas geben. Ja, eine Taube. Oder so. Oder eine Feder. Ein Fundstück. Nomad-Punkt gesammelt. Benutze sie in der Campagnon-App. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Aber wir haben sie gefunden. Wie komme ich jetzt runter? Lebendig. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Dieser Nomad-Punkt wird wieder verfügbar in 24 Stunden. Okay. Dann klettern wir runter. Was soll's. Nomad-Punkte sind seltsam. Aber wir wissen jetzt, Nomad-Punkte können wir eigentlich ignorieren. Okay. Wir möchten zu dem Typen zurück. Der befindet sich da hinten und im besten Falle springen wir hier einfach runter. Also jetzt nicht in den Tod oder so, aber wir springen einfach runter. So. Ich sehe ehrlich gesagt nur da hinten. Ist das dein Heuhaufen? Ich habe keine Ahnung. Wir springen einfach. So, was zum Teufel bist du? Mit Anwerber sprechen, ja klar. Was ist denn hier? Warte. Okay, das ist ein Stück Zeitung. Ja gut. Ich will die Scheißzeitung nicht lesen. Gut, dann schließen wir uns mal den komischen Typen an. Wir haben das gemacht, was sie wollten. Ja, geht mir aus dem Bild. Insofern die Quests hier sehr variabel sind, das heißt nicht immer die gleichen, können wir die eigentlich machen. Neben der Main Quest. Aber meine Waffen würde ich trotzdem gern. Meine Assassinenwaffen. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Das sind Templer. Der Vater des Verstehens. Hat das was mit diesem Scheiß hier zu tun? Hier war doch irgendwo eine Tür. Können wir vielleicht die damit öffnen? Wir laufen erstmal zur Quest. Ich will erstmal meine Waffen haben. Und dann kümmern wir uns um die andere Nebenquest. Oh, wir machen das jetzt. Scheiß drauf. Der ist gerade so schön nebendran. Oh Gott. Ich weiß nicht. Bin unschuldig. Okay, ihr wollt aufs Maul? Kommt her. Au. So. Den sollst du töten. Easy. Gegner erinnern sich an sie, wenn sie einen Konflikt beenden. Was? Gegner erinnern sich an sie, wenn ein Konflikt beendet ist? Die sind doch tot. Wie sollen sie sich an mich erinnern? Hallo. Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam.
Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Madame Tussaud, wie cool. Da trifft man doch schon Persönlichkeiten. Eine Freundin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Chère Madame, ich habe erfahren, dass ein gewisser Politiker voller Stolz über seine Rolle beim Sturz der Girondisten den Kopf von Jacques Piré-Biscotte erworben hat, der euch vor kurzem gestohlen wurde. Er arbeitet in der Nähe von Hast du nicht gesehen? Euer ergebener Freund. Okay. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Okay, danke für die Information. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Hm. Okay, wir haben die drei gefunden. Und somit begeben wir uns hinaus und ich würde gerne gucken, was dieses Zeichen zu bedeuten hat. Ich werde es wohl nie erfahren. Ich habe euch nichts getan. Ich wollte nicht mal die Truhe angucken. Bleib sofort da stehen. Nö. Was zur Hölle ist das denn? Kokarde. Markierung setzen. Ah, ein neuer Novize. Wir benutzen die Kelche, die ihr brachtet im heutigen Ritual. Tretet ein. Was? Wie bin ich denn jetzt hier? Hä? Okay, das ist Zufall. Aber es sind doch Templer. Und ich habe das Losungswort gar nicht gesagt. Willkommen beim Kult des Baphomet. Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne, dem Ruhm und der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit zu danken. Ich übergebe meinen Körper zum Wohle der Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir wissen dein Opfer zu schätzen. Ja, okay. Und jetzt? Ich meine, das ist krank. Herzlichen Glückwunsch. Attraktive Frauen dieses Jahr, hm? Was, die Toten? Jahr haben sie das rituelle Opfer versaut. Diesmal habe ich dafür gesorgt, dass das Messer scharf ist. Wo bin ich denn? Was zum Teufel geht hier ab? Ich bin besorgt, dass sich so viele Templer unserer Gemeinschaft anschließen. Sie nehmen schon Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Ich sehe da kein Problem. Die Templer arbeiten seit Jahrhunderten mit uns. Okay. Der hochverehrte Führer macht ständig höchst unschickliche Avancen. Der alte Bock. Ihr seid seltsam. Die Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, die uns so lange unterdrückt haben. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ist das hier jetzt wieder der Ausgang? Bin ich jetzt einmal rumgelaufen? Hey, wie sind Freisen das hier? Schwestern und Brüder von Baphomet. Wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne,
dem Ruhm und der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit zu danken. Ich übergebe meinen Körper zum Wohle der Schwestern und Brüder von Baphomet. Aber hier war doch irgendwo eine Lupe. Viele attraktive Frauen dieses Jahr. Okay, die Gespräche wiederholen sich irgendwie die ganze Zeit. Wir können hier im Kreis laufen und ich habe hier irgendwo eine Lupe gesehen. Diesmal habe ich dafür gesorgt, dass das Messer scharf ist. Ich bin besorgt, dass sich so viele Templer unserer Gemeinschaft anschließen. Der Hoch. War das nicht hier irgendwo? Macht ständig höchst unschickliche Avance. Die Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, die uns so lange unterdrückt haben. Ja, gut, okay. Ich verstehe nicht ganz, was ich hier unten soll. Ich meine, es ist nett, dass ich irgendwelchen kranken Leuten geholfen habe. Aber interessiert mich das? Was ist das für eine Lupe? Hallo? Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze. Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vedok. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Oh. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vedok. Der voraussagte Mord. Okay, wir haben verschiedene Quests jetzt. Das ist cool, doch. Bisher gefällt mir das. Das lohnt sich hier sogar durchzulesen. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das. Aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Ich werde es euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten. Lest es und dann geht dann da raus und schnappt die Mörder. Oh, das gefällt mir. Ich liebe sowas. Erstens, all eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Zweitens, untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen, benutzt eure Augen und Ohren. Einige Hinweise werden euch an neue Orte führen, seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Seht euch die Fallakte an, benutzt euren Kopf, welche der verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv. Fünftens, wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtige des Verbrechens begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Eugene Vedok. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Ja, cool. Gut, Freunde, wir werden die Untersuchung später machen. Ich will erstmal meine Sachen haben. Ich will meine Assassinenkleidung haben und alles und dann geht's richtig ab. Wir sehen uns morgens in einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.